Herzlich willkommen an meine Gäste, Jennifer Clement in Mexiko, Lizzie Duran in Israel und Hanne Rauterberg in Hamburg. Corona-Sicherheitsmaßnahmen werden uns begleiten während der ganzen Buchmesse dieses Jahr. Und ja, wir müssen an die Abstandsregel halten und trotzdem versuchen zu diskutieren. Ich bin Barbara Walster. Ich darf kurz unsere Gäste vorstellen. Jennifer Clement ist Präsidentin des internationalen PEN, frühere Präsidentin des mexikanischen PEN, Autorin. Ihre letzten zwei Romane, Prayers for the Stolen und Gun Love, von Suhrkamp veröffentlicht, das frühere über Mädchenhandel in Guerrero, Mexiko. Und im letzten geht es um die amerikanische Zwanghaftigkeit bezüglich Waffen zusammen mit dem Schicksal eines 14-jährigen Mädchens. Lizzie Duran, eine berühmte Schriftstellerin in Israel, Romanschriftstellerin, von 7 ihrer 8 Romane wurden ins Deutsche übersetzt und sie hat die andere Seite sozusagen untersucht, Realität und Geschichte des Feindes, das heißt die Palästinenser, dann die Gruppe früherer palästinensischer Kämpfer und israelischer Kämpfer, die jetzt zusammen Kämpfer für Frieden sind. Hanne Rauterberg, ein deutscher Journalist, mit in der Wochenzeitung Die Zeit. Der Kunsthistoriker hat ein Buch über die Fragestellung der Freiheit der Künste geschrieben, neue kulturelle Auseinandersetzungen und die Krise des Liberalismus. Das ist auch unser heutiges Thema, unter anderem. In einer Welt, die immer vielgestaltiger wird, gibt es auch hegemonische Positionen, die in vielen Orten in Frage gestellt werden. In Europa und andererorts können wir Isolation feststellen, Forderungen nach Revisionen in Museen und Restriktionen für Festivals und so weiter. Man kann das als neue Mechanismen des Ausschlusses bezeichnen. Es scheint ein globaler Trend zu sein, sowohl in liberalen Gesellschaften als auch in relativ autoritären. Jennifer Clement, wo sehen Sie die größte Herausforderung bezüglich der freien Meinungsäußerung und der Freiheit der Künste? Nun, was wir eigentlich überall beobachten können, ist ein Problem nicht nur der Zensur, wo wir uns Gedanken machen. Bei PEN ist auch die Selbstzensur. Also der Gedanke, weil man Angst vor Angriff hat, man Brücken aufbaut bei sich selbst, damit man nicht angegriffen werden kann. Also das ist wirklich eine große Sorge für die persönliche Freiheiten und den persönlichen Ausdruck. Also das finden wir überall. Wie kommt es, Hanne Rauterberg, dass die bildenden Künste, die Literatur, auch die Theater im Blickfeld stehen und zur Zielscheibe gemacht werden, während die Autoren versuchen, eben nicht zur Zielscheibe zu werden und sie begeben sich lieber in Selbstzensur? Nun, da muss man differenzieren zwischen den autoritären und den demokratischen Regimes, zwischen den Öffentlichkeiten, die als frei bezeichnet werden, und jenen, die mehr oder weniger unterdrückt werden. Wenn man sich die unterdrückte Seite anschaut, in jenen Ländern, die nicht frei sind, dann sind es meistens diejenigen, die in der Macht sind, die versuchen, alle möglichen Künstler zu unterdrücken. Weil es scheint, dass die Macht durch sie bedroht ist. Wir kennen diese Mechanismen seit langem. Wir wissen, wie die Leute fühlen. Sie haben das Gefühl, dass die Künstler etwas zu sagen haben, dass sie den Leuten eine Wahrheit vermitteln, die sie nicht hören wollen. Einer der Hauptprotagonisten der Unterdrückung ist Ai Weiwei. Und interessanterweise haben wir auch die liberaleren Länder. Und das scheint eine neuere Entwicklung zu sein, nämlich dass es bestimmte Gruppierungen gibt, die sich selber als links bezeichnen und als progressiv. Und
Dennoch wird die Freiheit der Künste nicht respektiert, ebenso wie die Meinungsfreiheit, so wie das mal der Fall war. Viele Menschen benutzen dafür jetzt den neuen Begriff Cancel Culture und sie sagen den Künstlern, bestimmte Dinge zu tun, keinen Platz für ihr Schaffen zu nutzen. Und der Grund auf der autoritären Seite ist ziemlich klar, während auf der anderen Seite es ähnliche Gründe gibt. Vielleicht gibt es auch das Gefühl der Bedrohung, dass die Würde bedroht wird, die Souveränität, die Freiheit an sich. Das alte Versprechen, in Freiheit zu leben, wird nicht so erfüllt, wie das viele Menschen erwartet hatten. Vielleicht können wir später noch mal darauf im Einzelnen eingehen, aber das ist vielleicht eine Darstellungsmöglichkeit. Vielleicht nur eine Sache. Wenn man das als Cancel Culture bezeichnet, impliziert das doch immer, dass es sich um Kultur handelt, nach wie vor. Und deshalb mag ich persönlich diesen Begriff überhaupt nicht. Naja, ich sage nur, dass der Begriff so verwendet wird heutzutage. In meinem Buch benutze ich den Begriff Zensur von unten. Normalerweise hat man ja die Zensur von oben und jetzt scheint es das auch von unten zu geben. Es ist nicht keine wirkliche Zensur, weil die Leute ja nicht in der Lage sind, bestimmte Theaterstücke abzusetzen oder Bücher zu unterdrücken. Also diese Art Macht haben die nicht wie die Offiziellen des Staates. Und man kann sie auch nicht ins Gefängnis stücken dafür. Also da muss man wirklich unterscheiden. Aber wie gesagt, es gibt viel Macht in diesen emanzipatorischen und demokratischen Prozessen angesichts all der technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und da ist viel Macht festzustellen. Ja, da können wir später nochmal drauf eingehen. Jetzt darf ich zunächst mal Lizzie Doron fragen. Sie hat ja da auch etwas zu sagen in dieser Debatte. Sie haben ja über Familiengeschichte geschrieben, Situationen in Familien, auch im Holocaust. Das haben Sie lange Zeit gemacht und dann haben Sie sich dem israelisch-palästinensischen Konflikt zugewandt mit starker Wirkung auf Ihre Veröffentlichungssituation. Wie würden Sie das bezeichnen, dass sich der Verleger geweigert hat, Ihre letzten beiden Bücher in Hebräisch zu veröffentlichen? Zensur, Boykott, was war das in Ihren Augen? Abgesehen von der wirtschaftlichen Bedrohung. Tut mir leid. Also ich habe da keine Antwort, aber ich kann die Geschichte kurz erzählen. Denn die Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie brüchig die Werte sind und welche Probleme es gibt, selbst in freiheitlichen Demokratien. Ich glaube, dass die Menschen nicht wirklich verstehen, was Konsens bedeutet, was falsch ist, was richtig ist. Also wir befinden uns im Chaos. Wir müssen umdenken. Und meine Geschichte zeigt das einfach, dass alles unklar ist bezüglich dieser Situation. Ich war eine bekannte Schriftstellerin in Israel, eine, die verantwortlich ist, die das jüdische Narrativ erzählt, die erzählt, was meiner Familie im Holocaust passiert ist. Und ich sollte weiterhin auch die Schriftstellerin des jüdischen Narrativs sein. Ich hatte das Gefühl, dass das jüdische Narrativ auch über die Geschichte des Nahen Ostens schreiben sollte, mit unseren Nachbarn. Und ich war mir sicher, dass ich eine Reihe herausbringen würde, einer Geschichte der Vergangenheit und der Gegenwart. Und jetzt wollte ich das weiter fortführen. Ich wollte eine lange Saga der jüdischen Geschichte schreiben. Und dann bin ich in die besetzten Gebiete gegangen. Ich habe da 3 Jahre
zwei Tage die Woche bei einer palästinensischen Familie gelebt und ich habe eine Geschichte mit nach Hause gebracht, von der ich glaubte, dass sie eine wichtige Geschichte sei, auch für das jüdische Narrativ. Und das war zunächst einmal ein Schock für meinen Herausgeber, denn für ihn habe ich plötzlich ein ganz anderes Image gehabt. Er war verwirrt. Er hatte überhaupt keine Idee, wie er dieses Buch verkaufen könnte. Er hat mich angeschaut und wir konnten auch nicht über die Kultur sprechen. Er hat gesagt, Herausgeber, die wollen Geld verdienen. Das ist auch wichtig. Das ist doch ein Geschäft, was wir da betreiben. Keiner wird dieses Buch kaufen, denn in Israel will man nur seine eigene Geschichte hören. Man möchte nicht die Geschichte des Feindes lesen. Da ist noch niemand bereit zu. Deshalb nach Hause gehen. Der Holocaust schreibt sich gut, verkauft sich gut. Also schreib einfach weiter wie vorher. Du hast großes Talent, mach das so weiter wie vorher. Und das ist etwas, was ein Beispiel sein soll. Soll zeigen, dass die Herausgeber selber, die doch eigentlich meine Partner sein sollten, um Kultur zu schaffen, Literatur zu bringen, die sind verwirrt. Die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Die wollen sicher sein. Die möchten weiter Geschäfte machen mit Themen, wo sie sicher sind, dass sie sie verkaufen können. Und das war das erste Mal, dass ich festgestellt habe, dass ich in einem Verlag arbeite. Ich bin ja keine Schriftstellerin, die frei ist. Also ich habe ja gesagt, Israel ist ja ein freies Land. Und ich hatte gedacht, das war meine Illusion, dass es da keine Einschränkung für mich geben würde. Vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg für uns Juden. Da müssten wir doch unsere Stimme erheben und müssen andere unterstützen. Und für mich war das wirklich das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh wow, das schockiert mich aber als Schriftstellerin. Ich habe verstanden, dass ich die Kultur hier falsch verstehe und die Literatur falsch verstehe. Und ich muss meine Geschichte anders aufbauen. Und es war interessant, dass für mich eine andere Art und Weise war, mich auszudrücken, darin bestand, eine deutsche Schriftstellerin zu werden. Denn das war für mich denn der einzige Ort, das einzige Land, was bereit war, dieses Manuskript zu lesen. Und die haben gesagt, okay, für Sie ist das ein ganz wichtiges Buch und Sie würden es auch nehmen. Also noch einmal, da geht es nicht nur um Kultur, es geht auch um Geschichte. Sie dachten, es sei wichtig, dass wir die ganze Geschichte einer jüdischen, israelischen Schriftstellerin zu zeigen, und zwar in der nächsten Generation. Also ich selber, und ich muss sagen, ich bin jetzt ganz verwirrt. Ich weiß nicht, was jetzt richtig ist und was jetzt der Status der Kultur ist in der liberalen Welt und auch in Regimen, wo es Unterdrückung gibt. Also das ist die Frage, also dieses Spektrum der Demokratie. Also da können wir doch sehen, wie viel Bedrohung besteht über Kultur. Wir haben Demokratie auf der einen Seite. Bei uns ist es ja so, in Israel haben wir keinen unterdrückerischen Staat. Aber dennoch habe ich dieses Gefühl gehabt bei uns. Und in diesem Spektrum müssen wir Kultur schaffen. Wir müssen wirklich dadurch unsere eigenen Werte zeigen. Freiheit, Ausdrucksfreiheit, andere sehen zu dürfen, etc. Jennifer Clement, Konfusion, Verwirrung war ein Begriff, Lizzie Doran benutzte, die Sicherheit bezüglich der Werte. Haben wir Illusion bezüglich dessen, was die Kultur in unserer Gesellschaft leisten kann? Ja, ich spreche ja als Präsidentin von Penn, denn ich denke, das ist ja das Beste am Penn, wie die Gründungsväter und Mütter eigentlich sofort verstanden haben, dass die Literatur Menschheit bedeutet und dass Literatur das Potenzial hat, eine soziale Veränderung herbeizuführen. In der Charta, die erste Zeile, das wurde 1923 geschrieben, da heißt es, Literatur kennt keine Grenzen.
Das heißt, die haben sofort dieses Problem erkannt, über das wir ja gerade sprechen. Beim ersten Abendessen, das war in einem Restaurant in London, das heißt Florenz, und da gibt es noch ein Bild der Tischverteilung. Und da sieht man, wenn man sich das anschaut, dass es einen Tisch gibt für Madrid und einen anderen für Barcelona. Also da schon bei diesem ersten Abendessen hat Penn zu kämpfen mit der Frage, ob wir nationale Literatur verteidigen oder Literatur wegen der Sprache. Wie definieren wir das denn? Und wenn man sich die Geschichte von Penn anschaut in den letzten 100 Jahren, also nächstes Jahr oder übernächstes Jahr werden wir 100 Jahre alt, da sieht man, dass der Penn auf Krisen reagiert. Und es ist auch die Geschichte der Krisen, um die es hier geht. Das heißt, wann wird Penn politisch? Das war im Zweiten Weltkrieg und man hat gesagt, wir sind nicht politisch, wir sind überparteilich und überpolitisch. Und genau da sieht man die Bedeutung der Literatur im Exil. Nach dem Zweiten Weltkrieg in London gab es 8 Länder und 8 Sprachen. Jüdisch wurde auch eine Sprache im Exil. Und ja, dann sieht man, wie Penn reagiert auf die universelle Erklärung der linguistischen Rechte, der Sprachrechte zur Verteidigung der Sprachen. Und dadurch können wir auch in der UNESCO und den Vereinigten Nationen uns besser vertreten und haben dort ja jetzt auch Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Und in jüngster Zeit sehen wir, wie Penn reagiert hat zum Beispiel auf die Geschichten von Assange, Snowden oder Charlie Hebdo oder Salman Rushdie. Also wir sehen jetzt, so wie wir reagiert haben, dass wir eine Art Manifest geschaffen haben, was die Demokratie der Vorstellungskraft verteidigt. In dieser 100-jährigen Geschichte haben wir jetzt diesen Punkt erreicht, wo wir nicht nur an die Grenzen der Literatur denken oder bei unseren Frauenmanifesten, dass wir jetzt hier ein Türöffner sein wollen für sie. Nein, wir möchten diskutieren, ob die Vorstellungskraft überhaupt Grenzen haben kann. Wir haben ein Dokument veröffentlicht und das kann ich auch vorlesen, wenn Sie Interesse haben. Da geht es um die Verteidigung der Vorstellungskraft und diese schreckliche Angst, wie diese Angriffe der Zensur, Angriffe seitens Herausgebern auch die Freiheit der Vorstellungskraft beschneiden kann. Ich habe mich gerade was gefragt, denn die Vorstellungskraft zu verteidigen ist etwas, was in jemandes Hirn passiert. Und da ist man ja immer noch allein. Natürlich ist man beeinflusst von allen möglichen politischen, soziologischen oder sozialen Belangen. Und die Frage ist doch, wer sollte sie abhalten? Wer wollte Zäune in ihr Gehirn aufbauen? Natürlich gibt es starken Widerstand da draußen. Es gibt manchmal auch Angriffe. Aber ich würde mich dann hinstellen. Ich würde mich immer noch hinstellen und aufstehen. Ich würde mich davon nicht beeinflussen lassen. Im Gegenteil, ich ließe mich davon ermutigen. Ja. Ich glaube, das, was Penn machen wird in der Zukunft, und ich denke, dass die Menschheit an sich sich damit befassen wird, das sind die Ideen der Privatsphäre, der eigenen Privatsphäre. Wenn man an künstliche Intelligenz denkt und was in Ländern wie China passiert, das ist ja beunruhigend und angsterregend. Und womöglich kommen wir zu einem Punkt, wo unsere eigene Privatsphäre wirklich sehr stark in Gefahr gerät. Und das sieht nicht gut aus, ja, diese gesamte Kontrolle der autoritären Regierung im Bereich Privatsphäre. Und dann ist ja die Vorstellungskraft Teil davon. Lise Doron will darauf reagieren. Ja, also
diese Freiheit der Vorstellung, das ist natürlich sehr gut, dass es das gibt. Und auch die Erklärung, das gibt mir die eigene Freiheit zurück. Also ich bin keine Expertin in diesem Bereich, aber ich sollte es sein, denn ich hatte diese Angst erlebt, dass ich dann ein Buch gegen die Gesellschaft veröffentliche oder dass ich boykottiert werde von meiner Gesellschaft. Also jetzt ist es schwer, meine Bücher zu verkaufen. Selbst meine Holocaust-Geschichten, die werden nicht mehr so gut verkauft. Kein Journalist in Israel möchte mit mir noch ein Interview führen, selbst die im linken Lager. Also ich hatte mich gefragt, wie können wir uns um diese Menschen mit dieser freien Vorstellungskraft auseinandersetzen. Also ich habe ja Glück gehabt. Ich habe einen deutschen Verleger gefunden und das hat alles verändert. Ich bin nach Berlin umgezogen und in Berlin bin ich Schriftstellerin und meine Familie ist mitgekommen. Mein Ehemann musste seinen Job aufhören und ist mitgekommen. Also ich rede ja über Israel und nicht über Russland oder einer anderen Diktatur. Ja? Es geht um Israel. Und als Schriftstellerin in einer Demokratie, da habe ich den Konsens nicht bewahrt. Und selbst in europäischen Ländern muss ich zum Beispiel mit einem Bodyguard ein Literaturhaus betreten. Das ist doch interessant, oder? Ich habe das Gefühl, dass meine Geschichte diese fragile Situation widerspiegelt, der Menschen in einer chaotischen Welt, weil keiner mehr weiß, wo die Grenzen sind, was man machen darf, was nicht erlaubt ist. Und ich glaube, dass viele Künstler und Schriftsteller jetzt überprüfen, wo die Grenzen sind. Und das machen die selber. Ich hatte Glück, wie gesagt, dass ich meine Stimme erhoben habe und meine Geschichte erzählt habe. Ich kenne andere israelische Schriftsteller, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Niemand hat die unterstützt. Und ja, die sind jetzt wirklich am Ende und wirklich niedergeschlagen. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Labor. Also beide von Ihnen befassen sich ja auch mit diesem Thema. Also ich rede jetzt nicht über diese Großen der Welt, sondern auch kleine, nicht so bekannte Schriftsteller. Aber ich denke, das ist so eine Art Kampf, der entstanden ist. Also gegen Werte, Länder, Strukturen und freie Meinungsausdruck. Ja? Und wir haben ja mehr und mehr Menschen, die frei im Kopf sind, aber vielleicht nicht so bereit sind, nach draußen zu gehen und ihre Vorstellungskraft nach außen tragen wollen. Und das ist das Problem. Nur ein Punkt. Ich will nicht falsch verstanden werden. Ich kann natürlich verstehen, dass Künstler und Autoren sagen, dass sie sich bedroht fühlen und gefährdet in ihrer Vorstellung, in ihrer Freiheit. Das kann ich irgendwie verstehen, denn als Journalist erfahre ich ja ähnliche Dinge in manchen Fällen, wo sich die Leute wirklich ärgern. Ich erlebe auch viel Aggression. Und natürlich ist journalistisches Schreiben nicht das gleiche wie Literatur, überhaupt nicht. Aber es gibt ganz ähnliche Reaktionen, ähnlichen Umgang mit der öffentlichen Meinung. Gleichzeitig fühle ich manchmal, dass es etwas ganz Mächtiges ist, das einen mit Energie erfüllen kann. Wenn man sieht, wie die Leute beobachten, was ich mache, dass sie das alles sorgfältig lesen und dass sie sich darüber Gedanken machen. Also das kann auch inspirierend sein, natürlich auf einem anderen Niveau, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also es ist nicht so, dass ich was schreibe und es interessiert niemand. Also Menschen denken darüber nach, genauso wie die Künstler und Autoren, dass es sich darum etwas Konstruktives handelt, dass man damit in der Lage ist, etwas in der Welt darzustellen, eine Botschaft rauszusenden, welche die Menschen bewegt, was etwas Emotionales auslöst und Prozesse
in Gang setzt. Das ist natürlich nicht immer positiv, aber es kann letztendlich immerhin produktiv sein. Entweder oder. Da muss ich sagen, in meinem Fall, da hat es mir sehr viel Macht und Energie gegeben, weil ich jemanden hatte, der mir diese helfende Hand gereicht hat. Ich weiß, dass andere das auch versucht haben und raus wollten, aber dann gab es keine Leser mehr. Also Schriftsteller müssen ja Leser haben und müssen mit denen kommunizieren können. Also die Situation ist sehr grausam für diejenigen, die niemanden hatten, die sie gepusht haben. Ja, und deshalb hatte ich halt so Glück. Also es war schön, dass ich durch Penn auch dieses Verständnis geführt habe. Dieser Geist der Kultur, der Gedanken, die man weiter spinnen kann. Und das wurde unterstützt. Ja? Das möchte ich absolut unterstreichen, denn es ist für mich die gleiche Situation. Die Zeitung muss mich als Autor schützen, damit mir bestimmte Dinge möglich gemacht werden in der Öffentlichkeit. Auch Dinge, die man vielleicht in Frage stellen kann. Man braucht diese Schutzfunktion und man braucht auch mutige Verleger. Ich denke, da gibt es zwei Dinge, die passieren. Wissen Sie, also erst einmal sind wir in ganz neuen Zeiten. Es ist so neu, dass wir noch nicht richtig verstehen, was da passiert. Wegen der sozialen Medien, wegen der Globalisierung der sozialen Medien, also wenn man ein Opfer geworden ist dieser ganz schrecklichen Angriffen in sozialen Medien, dann sehe ich das vor allen Dingen bei Frauen, bei Schriftstellerinnen. Also es ist jetzt viel einfacher, auf Twitter zu gehen und dort nicht nur seine Meinung kundzutun, sondern auch wirklich grausame Angriffe zu platzieren. Das will ich gar nicht verneinen. Und ich denke jetzt an Angriff und Zensur. Ja? Also man weiß es ja, dass wenn man bestimmte Dinge sagt, dass dann eine Welle der Entrüstung und des Hasses entsteht. Und das ist dann auch eine Art der Exponiertheit, die wir eigentlich früher noch nicht kannten. Die Rolle des Internets ist entscheidend, wesentlich. Da sollten wir auch drüber reden. Wir haben den Begriff Rahmen genutzt. Wir haben immer mehr Rahmensetzungen durch das Internet. Das heißt, die globale Welt wird irgendwie enger. Es gibt starke Lobbys, starke Interessengruppen, die sich bilden. Und dieses Schubladendenken fördern. Das schafft auch schnell Konsens oder Boykott gegen bestimmte Personen oder Kunstwerke. Ja, das war der zweite Punkt. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Dinge. Und das andere ist, dass man eine Gemeinschaft entwickeln kann, wo man sich einig ist. Alle sind sich einig. Und das ist auch schrecklich für mich. Denn ich bin doch interessiert, mit denen zu sprechen, die nicht meiner Meinung sind. Das ist doch viel aufregender, als nur mit denen zu sprechen, die die gleiche Meinung haben wie Sie. Also das ist noch etwas, was passiert. Das ist so eine Art Echokammer, wo man eigentlich nur noch dahin geht, weil sich alle einig sind. Man sieht das sehr klar bei den Unterstützern von Trump in den Vereinigten Staaten. Die treffen sich alle an einem Ort und sind sich alle so sehr einig. Und ja, es gibt überhaupt keine Möglichkeit für andere, da reinzukommen. Darf ich vielleicht eine ketzerische Frage stellen? Was ist heutzutage ketzerisch? Also wenn die Welt der Künste ein Hallraum ist, mit elitärem Umgang mit der Gesellschaft, was die Werte angeht, wo es wenige Menschen gibt, die darüber reden, was wertvoll ist, was gute Kunst ist, gute Literatur. Und jetzt finden wir uns in einer Zeit, wo immer mehr Leute ermutigt werden, Nein zu sagen und zu sagen, das glaube ich nicht, ich habe meine eigene Meinung und ich werde sie auch aussprechen. Ich stimme völlig
mit überein, wenn jemand zu Boykotten aufruft, dass das nur Hass auslöst und dass das zerstörerisch sein kann. Gleichzeitig muss man aber in Betracht ziehen, dass es vielleicht eine Demokratisierung der Künste gibt. Und die Frage ist, wie sieht es mit unserem Umgang damit aus? Man kann ja nicht sagen, dass die Kunst für alle passen muss, dass alle einverstanden sein müssen. Das wäre lächerlich, das wäre Quatsch, wenn jeder nur Nein sagen würde. Aber wir müssen lernen, zu argumentieren, neue Diskussionsformen zu finden. Und das ist zumindest eine Idee meinerseits. Nun, ich frage, dass wenn jemand sagt, das glaube ich nicht, was das Argument ist, das dahinter steht. Ja, das ist das Problem. Es gibt keine Argumente, nicht wirklich. Also, das ist vielleicht eher Unsicherheit der Sichtweise gegenüber der persönlichen Ansicht vor dem Hintergrund einer persönlichen Geschichte oder einem persönlichen Gefühl. Nun, ich wollte nur sagen, dass viele Leute emotional argumentieren und sagen, ich fühle mich nicht gut damit, das stört mich und so. Ironischer oder paradoxerweise sind diese Argumente, wenn wir Emotionen zuhören, das stark von den Künsten beigetragen wurde. Die Künste befassen sich doch immer mit emotionalen Werten. Also jetzt, das geht nicht immer nur um intellektuelle Dinge, auch, aber man muss auch dem zuhören, was in jemandem vorgeht. Da geht es um Gefühle. Das ist eine natürliche Funktion der Künste an sich. Und als Ergebnis dessen bedeutet das vielleicht, dass sich die Künste unterdrückt fühlen bezüglich dem, was sie geschaffen haben. Natürlich stimme ich dem zu, was Sie alles gesagt haben, nämlich, dass es zerstörerisch ist, wenn man diese Dinge in Frage stellt. Aber ich denke, es ist nützlicher zu fragen, wo kommt denn das her? Wie kommt das? Warum sind die Leute so sehr darauf aus, künstlerische Werke zu unterdrücken? Dass sie stattdessen nicht auf die Straße gehen, um politische Veränderungen zu fordern. Warum sollten sie die Künstler boykottieren? Vielleicht, weil sie fürchten, dass die politische und demokratische Sphäre nicht so notwendig und transparent ist, wie das sein sollte. Und sie haben das Gefühl, es ist ein mächtiges Werkzeug, die Künste und die Künstler anzugreifen, um da entsprechende Missverständnisse zu schaffen. Vielleicht kann ich da mal ins Detail gehen, da tiefer reingehen. Also ich habe immer Sorge, wenn dieses Medienbild der Kraft der Kultur vermittelt wird. Also ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist. Ja? Also wir zeigen ja, dass die Kultur so stark ist, aber der Einfluss der Kultur, das haben wir doch geerbt von einer Generation zur nächsten. Ich bin mir aber nicht so sicher, dass die junge Generation eigentlich den gleichen Fußabdruck hat. Ich bin ja aufgewachsen mit einer großen Bewunderung der berühmten Schriftsteller. Und ich bin aufgewachsen in Schulen und zu Hause. Ich hatte da immer diese große Bibliothek, auch wenn wir kein Geld hatten, aber Bücher hatten wir immer. Und ich denke, dass wenn man das Format der Kultur verändert, dann kann das auch das Bild verändern, das Bild der Kultur. Ich weiß es nicht, aber wenn ich Leser treffe, da ist es doch so, dass das Durchschnittsalter der Leser hoch ist. Also die Leser sind nicht so jung, wie ich mir das wünschen würde bei meinen Lesungen und auch wegen des Internets und den anderen Medienmöglichkeiten. Ja, da habe ich wirklich viel Diskussionen und
Ich bekomme viel E-Mails von Lesern und ich frage dann, wo kommst du her, was machst du? Und es gibt ein paar wenige junge Menschen. Das ist wirklich toll. Die sind auch oft herausfordernd für mich und interessant. Aber die meisten sind dann Studenten der Literatur. Und die meisten Leser, und ja, das kann natürlich auch so eine Art Testlauf sein, die meisten Leser sind älter. Die sind mehr oder weniger in meiner Zeit aufgewachsen, so wie ich. Und sie diskutieren genau wie ich, die haben die gleichen Träume und Wünsche wie ich bezüglich der Literatur. Und sie sehen, Literatur ist ein großer Einflussfaktor. Aber jetzt, und da bin ich mir nicht so sicher, nach der Eskalation und in Israel haben wir weniger Studenten an der Uni, die Literatur studieren heutzutage. Das hat sich geändert. Auch was die Positionierung der Literatur in unserem Bildungssystem angeht. Und ich mache mir wirklich Gedanken darum, das macht mir Sorge. Ich glaube immer noch, dass die Menschheit kreativ ist und das ist abhängig von der Vorstellungskraft, wenn man Bücher liest, wenn man sich Kunst anschaut, etc. Aber wir befinden uns in einer Krise. Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber das ist wirklich so ein Gefühl, was ich habe. Also wir können zumindest eine Verschiebung feststellen. Und einen Verlust der Identifizierung mit diesen höheren kulturellen Werten. Hanno Rauterberg hat in seinem letzten Buch hauptsächlich Fälle von jüngeren Leuten beschrieben, die sich gegen Gedichte auf einer Mauer wenden oder die Performance gegen ein Bild in einem Museum machen. Gibt es da eine Kluft zwischen den Generationen, wodurch es nicht mehr möglich ist zu sagen, das will ich nicht? Nein, das sind alles Ausdrucksformen von fehlendem Respekt. Viele Menschen in der Kunstwelt war es viel daran gelegen, antihierarchische, nicht-hierarchische, ja, ich verstehe es. Also mein Englisch ist etwas rostig. Also ich rede über pluralistische Gesellschaften, da war fehlender Respekt wichtig, nicht zu sagen, was der Staat sagt und so weiter. All die Dinge gehörten zur klassischen kulturellen Sphäre. Und jetzt fangen die Leute an, sich so zu verhalten. Also ich sehe alle die Probleme, die damit verknüpft sind. Gleichzeitig sehe ich es aber auch als Fortschritt, weil wir beobachten können, dass die Leute eher bereit sind, Nein zu sagen, statt sich an den klassischen Kanon zu halten, wie man das in den Museen und Bibliotheken sieht, dass sie das alles etwas verändern wollen. Natürlich gibt es auch viel Unsinn, Überreaktion, das ist ganz klar, das müssen wir gar nicht diskutieren. Vielleicht müssen wir da Möglichkeiten finden, neu zu interagieren und zu fragen, warum die Menschen so verwirrt sind gleichzeitig. Gut, sie zeigen mangelnden Respekt, aber man sieht auch das Sehnen nach klaren Grenzen, klaren Abgrenzungen. Wir haben ja früher schon über Grenzen gesprochen. Und ich habe immer den Eindruck, dass die Künste so stark im Fokus dieser Proteste stehen, weil die Kunst, die Künstler, Literatur, Gemälde und so weiter voller Mehrdeutigkeit stecken. Und ohne diese Mehrdeutigkeit wäre das natürlich viel einfacher. Und die Menschen haben große Schwierigkeiten, mit diesen Mehrdeutigkeiten umzugehen. Deshalb wollen sie eine klare Darstellung, klare Grenzen. Sie wollen sagen können, das ist meine Identität, das ist deine Identität. Und was es paradox macht, wollen die Leute gleichzeitig Dinge vermischen und sagen, ja, wir haben ja nicht nur männlich und weiblich, sondern unterschiedliche Arten der Sexualität. Also
Einerseits will man mehr Vielfalt, andererseits sehen sich die Leute nach mehr Klarheit. Dinge, die nicht in Frage gestellt werden können. Und das macht es so schwierig für alle Beteiligten, auch angesichts all der Begriffe, die verwendet werden und die sich überschneiden. Ich glaube, dass wir Räume schaffen sollen für jeden. Also jemand wie ich, der ja hervorragendes Handwerk zu schätzen weiß. Ich liebe Sonetten zu lesen. Ich mag sehr gerne klassische Musik und alle solche Dinge. Ja? Aber gleichzeitig weiß ich auch zu schätzen, was andere mögen und tun. Menschen, die ohne bestimmte Form schreiben oder Musik machen, ohne dass sie richtig Musik studiert haben. Also ich denke, es sollte doch Raum für jeden sein und man sollte niemanden ausschließen. Und als Zuschauer und Zuhörer sollte man das wählen, wo man sich am besten fühlt. Nun, Literatur wird nicht mehr in Schulen oder Universitäten so stark gelehrt. Aber die Kraft des Geschichtenerzählens ist doch so stark. Und wir können uns eigentlich nur so verstehen, durch diese Empathie, indem wir uns in die Situation von anderen hineinversetzen, indem wir Geschichten erzählen, Literatur, Journalismus betreiben. Und dadurch können wir uns wirklich in das Leben der anderen versetzen. Und dadurch können wir hoffentlich auch mehr Mitgefühl entwickeln, Verständnis entwickeln und so reagieren. Es ist doch erstaunlich, dass wir alle das Wort Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit kennen, aber nie darüber sprechen, dass wir den Fremden lieben, sondern eher hassen. Das sagen wir. Ja? Man kann einen Wandel herbeiführen, wenn man die Geschichte eines Flüchtlings hört. Und wenn man Bhutanis Buch zum Beispiel liest, dieser iranische Kurde, der auf einem Boot nach Australien unterwegs war. Wie kann man danach sich noch genauso fühlen wie vorher? Also wenn jemand da in einem kleinen Boot saß und fast dreimal ertrunken wäre und er darüber spricht, wie er in dieser schrecklichen Dunkelheit mit diesen hohen Wellen und der großen Angst war. Und dann wurde plötzlich jeder seine Familie und plötzlich schlief er ein an der Schulter eines Fremden. Und das war die einzige Schulter, die da war, schreibt er. Also solche Geschichten können es uns doch zeigen. Die erzählen solche Dinge und deshalb ist es so wichtig, Geschichten zu erzählen. Ja, klar, also das Problem ist aber, dass wir, sobald wir Zensur haben, eine Zensur, die für einen entscheidet, welche Bücher erlaubt sind und welche nicht, verändern wir ja auch sozusagen diese Big Data oder diese große Hoffnung, dass die Literatur liefern wird. Und ich habe Angst. Ich habe Angst, dass heutzutage die Zensur ausüben, meistens doch heutzutage Politiker sind. Und Politiker, die üben Druck aus auf Herausgeber, Verlage und Herausgeber, die haben dann diese Beschränkungen, die wählen dann nur noch Themen aus, die sie für relevanter halten, die eher die Werte erfüllen, die an bestimmten Orten bestehen. Und das ist doch heutzutage ein Problem mit den Grenzen der Literatur. Nicht die Grenzen der Länder, also da gibt es ja nicht mehr so viele, aber wir müssen wirklich gucken, wie wir Welle brechen können in der Literatur, Grenzen in der Literatur brechen können. Also das ist für mich meine gesamte innere Welt und mein Verständnis für andere kam aus der Literatur. Also ich bin aufgewachsen mit den Literaten, die verrückten Überlebenden vom Holocaust zum Beispiel. Und da habe ich gelernt, so bin ich aufgewachsen. Und die haben mir gesagt, wie ich andere verstehen lerne. Und jetzt habe ich wirklich Angst. Ich glaube, dass es, wie soll ich sagen, es gibt keine Modalitäten mehr, die Literatur so
darstellen, aber vielleicht bin ich nostalgisch hier. Ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und damals war die Welt doch wirklich viel offener. Da wurde alles geöffnet und die Menschen wollten eine Veränderung. Aber Mauern einreißen, das ist doch ein Ziel vieler Aktivisten, die wir nicht bedienen können. Also Mauern einreißen im institutionellen Sinne. Schauen Sie sich die Museen an. Gehen Sie ins Museum, dann sehen Sie viele Kunstwerke von Männern. Selbst in den zeitgenössischen Bereichen. Wie kommt's, dass die Männer nach wie vor so dominant sind in diesem Bereich? Schauen Sie sich die institutionellen Gremien an. Da dominieren die Männer, besonders die weißen Männer. Und ja gut, das ist ja auch eine Machtfrage, auch in den Verlagshäusern, auch innerhalb vom PEN als Institution. Wie kann man da die Szene vielgestaltiger darstellen? Besonders da, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und das Problem ist für mich dann, wenn Menschen fordern, dass Kunstwerke vielgestaltiger sein sollen mit entsprechenden kulturellen Aneignungen. Da frage ich mich immer wieder, wie kommt es, dass die Leute diese Idee so zwanghaft verfolgen, dass kulturelle Objekte jemandem gehören müssen. Warum gehen sie mit den Dingen so um, als ob sie sie besitzen könnten, als ob sie ein Copyright hätten für bestimmte Werke und Darstellungen? Meine erste Antwort wäre, naja gut, vielleicht fühlen sich die Menschen beraubt durch die Welt des Internets, weil alle ihre Daten da reinfließen oder sie haben das Gefühl, Daten werden von ihnen weggenommen, sie können nicht mehr kontrollieren, was all diese großen Unternehmen tun, wenn das auch nur im Unterbewusstsein geschieht. Aber man hat die Furcht, dass die Identität weggenommen wird und sie wollen sie zurückgewinnen und neu sichern. Und es geht da hauptsächlich um die institutionelle Seite und es geht um die Frage, dass da sicherlich mehr gemacht werden muss. Könnten wir vielleicht sagen, dass die Außenwelt, dass das Internet eine Beschleunigung vieler Prozesse provoziert hat und die Institutionen, die sogenannten liberalen Werte, stellen sich nicht darauf ein, sie hinken hinterher. Gibt es da unterschiedliche Geschwindigkeiten, wo wir noch nicht genug Verständnis entwickelt haben? Vielleicht Mängel in liberalen Gesellschaften? Ich habe das Gefühl, dass es zweifellos parallele Wege gibt, die zusammengeführt werden müssen eines Tages. Und dass wir so dann eine neue Struktur der Gesellschaft aufbauen können. Ja, wir haben jetzt politischen Verkehr sozusagen und das Internet und Medienverkehr. Und die Menschen, die sind ja frei im Internet, vielleicht freier im Internet, als das in der politischen Welt der Fall ist. Ja? Womöglich müssten wir, also nicht wir, sondern die nächste Generation eher, die müssen irgendwie ein Gleichgewicht herstellen. Ich denke, dass wir immer noch dieses Ungleichgewicht erleben. Ja, ich glaube, dass wir auch unbewusste Vorurteile haben. Also es gibt zum Beispiel Messgrößen, institutionell gibt es Messgrößen, die man nutzen könnte. Zum Beispiel bei Orchestern. Da war es für mich wahnsinnig faszinierend festzustellen, dass Musikerinnen eigentlich hier wenig engagiert wurden. Und dann hat man gedacht, was macht man denn da? Vielleicht sollten wir das Vorspielen hinter einer Wand machen. Und dann haben sie sogar festgestellt,
dass die Leute, die dieses Vorspiel, diese Auditions durchgeführt haben, die Dirigenten dann geguckt haben, wo hohe Absätze zu hören waren. Und deshalb durften die Musikerinnen keine hohen Absätze mehr tragen, weil dann hat man nämlich Klick, Klick, Klick gehört hinter der Wand. Und da wusste man, das ist eine Violistin. Und dann hat man das aufgehört. Die Frauen haben ihre hohen Absätze nicht mehr getragen. Und dann hat man plötzlich ganz viele Musikerinnen in den Orchestern gehabt. Also auch bei Preisvergaben haben wir das bei Penn beobachtet. Ja? Da ist es ja oft so, wenn Frauen Preise gewinnen, was ja nicht so oft passiert, also jetzt wird es häufiger, aber es gibt es noch nicht so oft, da ist es so, dass fast überall, 98% der Fälle, die Bücher, die Preise gewinnen von Frauen, dann die Hauptcharaktere ein Mann ist. Also das sind diese unbewussten Vorurteile, die müssen wir erkennen. Also wie viele Hauptcharaktere sind denn Frauen? Und wenn man über kleine Mädchen schreibt, vergesst man das. Also da hat man überhaupt noch keinen Platz gefunden für junge Mädchen. Ja? Also das ist doch ein unbewusstes Vorurteil. Das meine ich ja. Es gibt auch diese Heuchelei. Die Kunstwelt spricht immer über Offenheit. Wir sind so tolerant und so gleich und was weiß ich. Und gleichzeitig werden Strukturen eingesetzt, die nicht zu dieser Ambition passen. Da sollte es auch Veränderungen geben. Ja, klar. Es kann ja nicht sein, dass eine Geschichte mit Gewalt über einen Soldaten wichtiger ist als über eine Frau, die 20 Jahre unter häuslicher Gewalt gelitten hat. Also diese Geschichten haben doch einen gleichen Wert. Die sind genau gleich wichtig. Und das müssen wir erst mal lernen und das weiterentwickeln. Ich habe das Gefühl, Gott sei Dank, wegen der Proteste und der Bewusstseinsmachung in die richtige Richtung gehen. Aber viele sind ja nicht in der Lage, die eigenen Geschichten zu erzählen. Aber das verändert sich jetzt. Man kann also sagen, dass diese Voreingenommenheit eine Rolle spielt, wie Sie es gesagt haben, aber dass auch zu viele Ungleichheiten entstanden sind. Und als ich das erste Mal in Indien war, war ich beeindruckt von dieser Vielgestaltigkeit der Gesellschaft. Und die Intellektuellen waren sehr darauf aus, Probleme anzusprechen im Rahmen von Begriffen wie Rasse, Klasse, Geschlecht, Religion und so weiter. Das war für die ganz normal, darüber zu sprechen, während das in unseren Ländern nicht der Fall ist. Also, wie können wir daraus lernen? Wie können wir über Schwierigkeiten lernen zu sprechen, ohne sie zurückzuweisen, sie zu sehr aufzuwerten? Denn Konsens ist ja irgendwie auch ein positiver Wert, oder? Ja, da müssen wir kreativ und vorsichtig sein und müssen viel Vorstellungskraft einsetzen. Also wir haben ja eben über die Situation der Frauen gesprochen. Also die erste Reaktion, die ich bekommen habe, als ich nach Westbank gereist bin und mein Thema verändert habe und Freunde unter den Palästinensern gefunden habe, wurde mir gesagt, du prostituierst dich für die Palästinensern. Also ich bin Prostituierte geworden. Als Schriftstellerin war das ja einfach. Da konnte ich gleich in diese Ecke gestellt werden. Also es ist doch interessant, dass wir denken, wir kommen aus einer liberalen, freiheitlichen Welt, aber ich denke, dass wir eigentlich doch noch mit Problemen zu kämpfen haben und wir haben alle ähnliche Probleme. Da müssen wir uns bewusst werden. Und das war erstaunlich, diese Geschichte mit den hohen Absätzen und den Orchestern. Also wie kann ein Buch geschlechterlos werden? Wie können wir Wettbewerbe machen? Also ich würde nicht gern den Preis gewinnen, weil ich eine Frau bin, sondern weil mein Buch das Beste auf dem Tisch war. Also da interessiere ich mich gar nicht für. Das will ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen können, dass wir vielleicht so eine Art Blindverkostung machen können von Büchern. So wie man das beim Orchester gemacht hat. Aber das ist schwierig. Also über
Jahrzehntelang hat man immer gedacht, das wären alles Männer. Und der Protagonist ist dann ein Junge. Ja, ein Junge oder ein Mann. Da können wir uns drauf einigen. Ich denke, wir werden Veränderungen erleben im kulturellen Bereich, aber nur, wenn es auch Veränderungen politischer Natur gibt. Viele der Aktivisten, die ihre Vertretung fordern, haben das Gefühl, dass sie sich nicht im klassischen Verständnis repräsentiert sehen. Und die Frage ist, warum man nicht mehr Vertretung verlangt im politischen Bereich. Dass man fordert, das im Parlament zu sehen, dass das da alles ernst genommen wird. So dass letztendlich die Rechte gesichert werden in den Gesetzesentwürfen zum Beispiel. Mir scheint, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass die Politik so mächtig ist, wie sie das gerne hätten. Vielleicht ist das auch ein Symptom dieses digitalen Modernismus. Vielleicht der alte Mythos, den wir auch angesprochen haben. Ja, jemand wie Herr Zuckerberg ist sicherlich viel mächtiger als Frau Merkel zum Beispiel. Viel mehr in der Lage, etwas zu bewegen und zu verändern. Also da gibt es auch demokratische Mängel bezüglich dieser fehlenden Vertretung. Und dann sucht man andere Bereiche, die man besser kennt, wo man mehr Aufmerksamkeit findet, wenn man zum Beispiel zum Boykott eines bestimmten Buches aufruft, weil sie im politischen Bereich eben nicht ausreichend gehört werden. Und das ist auch etwas, worauf wir mehr eingehen müssen. Und dann noch etwas, was wir erkennen müssen. Wir sind jetzt hier auf einem Podium und wir haben ein sensibles Thema und wir sind vier Leute, die ähnliche Meinungen haben. Das ist sicherlich nicht die beste Situation. Gleichzeitig sind wir aber noch ganz unterschiedliche menschliche Wesen. Also jeder von uns hat ja seine Geschichte erzählt. Wir könnten nicht anders sein. Wir haben andere Traumata, andere Erfahrungen gemacht. Alles ist anders. Unsere Erlebnisse sind anders. Wir haben eigentlich nichts gemeinsam. Also diese ganze Frage der Identität ist doch auch sehr komplex. Ja? Man sieht ja nicht ungefähr das, was dann da ist. Ja? Wäre besser, wenn wir ein diverseres Podium hätten. Guter Punkt. Aber ich glaube, und das ist auch interessant, also einerseits bin ich sehr optimistisch nach unserem Gespräch hier. Denn wir haben viele Probleme, die wir noch lösen müssen, vielleicht in einem anderen Format. Aber die jüngere Generation, die muss sich auch eigentlich mit den gleichen Problemen auseinandersetzen, oder? Die gleichen, die wir schon hatten und die wir beschrieben haben. Wenn wir über Kultur und Literatur nachdenken, dann kann ich nicht nur an Kultur denken, ohne auch an deutsche Kultur zu denken. Ja, das war für mich ja damals so der Kern der europäischen Kultur irgendwie. Und die Diskussionen sind immer noch so. Also wir haben diese mächtige Frankfurter Buchmesse. In der Vergangenheit war sie Dreh- und Angelpunkt und das ist heute noch so. Und ich versuche auch mit vielen Arabern zu sprechen, mit Freunden von mir, eine Podiumsdiskussion mit ihnen über Literatur zum Beispiel durchzuführen und die sagen mir dann, es gibt da keine Möglichkeit. Das sind junge Palästinenser und junge andere Araber, die auch im Literaturbereich tätig sind, aber das ist schwierig. Also das wäre für sie was ganz Neues. Ja, hier in die Literatur so in unser Format einzutreten. Die haben ihre eigenen Geschichten, ihre Literatur, aber ein anderes Format. Das ist ein Format, was Weiße geschaffen haben aus Zentraleuropa, Mitteleuropa. Und das ist immer noch die Plattform. Und das ist eine große Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und die ist mir auch gekommen während unseres Gesprächs. Darf ich daran erinnern, dass einer der Titel Ihrer palästinensischen Bücher ist, Wer zum Teufel ist Kafka?
Das bringt es doch klar zum Ausdruck, zusammengefasst. Ich darf abschließen mit einer Bemerkung von Achille Mbembe, ein kamerunischer politischer Theoretiker, der in der Empörungswelle in Deutschland war neulich. Und er sagt, Mensch zu sein bedeutet, jemand anderer zu werden und offen zu sein für das Leiden und die Schmerzen anderer, ohne selber die Erfahrung gemacht zu haben. Man kann ja nur hoffen, dass wenn man Erfahrung mit den Medien macht, früher oder später dies nicht das einzige Kriterium ist, um im Kulturbereich zu agieren oder auch gegen die Künste und Kunstwerke, Museen, Künstler und so weiter. Europa verknüpft Kulturen, Kultur als Verknüpfung. Jennifer Clement, Lise Doron und Hanno Rauterberg waren an der Diskussion beteiligt. Herzlichen Dank. What a talk. Thank you. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you next year in Frankfurt.